So Leute, willkommen zurück zu Digimon Digital. Quatsch. Digimon World 2003. Ich war jetzt irgendwie vom Card Battle. Frag mich nicht warum. Waren wir schon durch den Durchgang gegangen und das ist jetzt die andere Seite? Nee, ne? Gut, schön, dass du dich so sehr am Projekt beteiligst. Ich mag halt das BGM. Und welchen Durchgang meinst du? Den, von dem ich gerade weggelaufen bin. Keine Ahnung, kannst du ja nochmal durchgehen. Zum Glück versucht das Vieh wegzurennen. Meinst du, weil das uns kaputt machen würde? Ja, so ungefähr. Ich glaube, ich stell dir die... Ich weiß nicht, soll ich die Digitation umstellen oder soll ich mit deinem Marmomon leveln? Das ist mir relativ egal. Na komm, bleiben wir erstmal dabei. So, und jetzt gehen wir hier mal durch. Käferlabyrinth Grube. Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Und das ist das sehr... Doch. Oder, von hier kamen wir, ne? Warte, ja. lauf mal in eine Lücke rein. Lag da mal ein Item oder ist da vielleicht eine unsichtbare Leiter? Da war mal, glaube ich, ein Item. Aber wollten wir nicht zurück zum Heilen? Nee, weil wir haben ja jetzt Dings besiegt. Wir waren eigentlich der Meinung, dass wir jetzt gleich zum Ausgang kommen. Oder wir waren in der Hoffnung, dass wir jetzt demnächst zum Ausgang kommen. So, ich sollte hier vielleicht auf meinem Handy gerade mal zwei Knöpfchen drücken. Verdammt, wir machen viel zu wenig Schaden bei dem Vieh. Ja, ich glaube, wir bräuchten wahrscheinlich schon die nächste Fähigkeit, also die, den Thunderbolt Shock oder sowas. Oder Thunderbolt, ja. Er macht ja nochmal ein gutes Stück mehr Schaden. Yep. Siehst du, wir haben keine MP mehr. Vielleicht sollten wir doch Tauma nochmal ein bisschen nach vorne tun. Ja, ich glaube auch. Zumindest bis wir die Attacke geladen haben. Oder wir gehen halt jetzt tatsächlich nochmal den ganzen Weg zurück und heilen, aber wir müssen ja eigentlich rauskommen. Wir haben ja jetzt Dings. Ja, ich denke, wir sollten wahrscheinlich bald rauskommen. Problem ist, ich weiß noch, der andere Server war richtig assi. Du meinst, was Gegner angeht? Ja. Na, ich werde mich drauf freuen. Yay, neue Gegner. Cold Slash. Yay. Hat auch keiner kommen sehen. Gar nicht. Niemand. Also so fast, wenn man von uns absieht, keiner. Das ist genau das gleiche, was wir hatten, nur auf der anderen Seite. Deswegen kam mir das so bekannt vor. Oder auch nicht. Na, ich wollte gerade sagen, das ist der Weg zurück. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich dachte, das wäre jetzt genau der gleiche Weg. Nein, wir sind zurückgelaufen. Quasi gespiegelt auf der. Deshalb haben wir auch. Server. So ein Jumpdown ist immer ein Weg zurück. Ja, aber es hätte ja sein können, dass der gleiche Weg quasi einmal für Server 1 und einmal für Server 2 existiert. Das hätte natürlich sein können, aber. Wir haben übrigens nicht geheilt, was du wahrscheinlich schon gemerkt hast. Ja, habe ich gerade gemerkt. All planned? What are you doing? Kotemon can take it. Auf geht's. Technik wird halt keinen Schaden machen. Oder jetzt kommt der Crit und One-Shot oder sowas. Ich habe ihm nur Angst. Oder das passiert. Vergiss nicht zu heilen. Ja. Aber wir haben keine MP mehr. Doch, auf Gott haben wir noch. Ja, aber nicht viel. Er hat, glaube ich, noch 200 oder so. Ja, nicht mal mehr. Ja, wir gehen heilen und dann gehen wir nochmal durch und dann suchen wir uns den richtigen Weg.
Und dann hauen wir aus dem Server ab und dann... Dann ist alles gut. Dann gehen wir in den anderen Server. Dann ist alles gut, bis auf, dass wir dann nicht starken Gegner bekommen, oder wie war das? Ja, aber... Muss halt, ne? Ich frage mich auch, wo wir beim anderen Server rauskommen. Frage also, ob wir dann auch an der gleichen Stelle rauskommen oder ob sie uns dann halt wieder irgendwie zurück zum Anfang schicken oder sowas? Ich habe oder eine Erinnerung an diesen anderen Server. Ich weiß eigentlich nicht, ob das der Ausgangspunkt ist oder ob ich da einfach relativ viel Zeit verbracht habe. Ich erinnere mich noch an das Inn im Kabelwald. Also in diesem Anfangswald. Ja, ja. Du meinst, dass wir da dann so durch die Lücke unten rauskommen? Ja. Okay, das könnte natürlich sein. Das ist halt die einzige Erinnerung, die ich noch an diesen Server habe. Jetzt ist mir auch, warum davon Geistern geredet wird. Hä? Jetzt ist mir auch, warum davon Geistern geredet wird. Waren die Geister in dem Inn? Das war doch der, du meinst doch den Inn, wo sich das, Wemon damals versteckt hat, oder nicht? Oder war das Forest Inn. Nee, das war genau das Gilman. Ja, da hieß es doch von wegen, dass es da eventuell Geister gibt oder sowas. Ah ja, das kann natürlich sein. Wobei, ich glaube, das wurde aber auch nur gesagt, weil dann von Gilman gesagt wurde, dass sich gerne da aufhält, wo Geister sind oder so. Ich glaube, das war nur ein Tipp dafür, damit du den Ort findest. Weiß ich nicht. Aber vielleicht, wer weiß. Neue Lore-Theorie. Weil da die Lücke zwischen den Servern ist, kann man dadurch andere Leute hören. Deshalb denken die, da sind Geister. Ja, vielleicht auch, weil da halt die AOAs immer durchgegangen sind. Oder das. Die haben Leute da runtergehen sehen und die sind nie mehr zurückgekommen. Ja, stimmt. Ja, wir werden es ja gleich sehen. Wenn ich dieses Nomemon irgendwann besiegt habe. Jetzt haust du wahrscheinlich ab. Naja, doch nicht. Ich hab das Gefühl, Metal Marmon hat keinen hohen Spezialangriff. Kannst es ja mal vergleichen. Müssen wir dafür nicht zu dem Typen? Nö. Geh einfach auf Status. Ja, erstmal muss ich hier durch. 660 Bit gekriegt. So knapp. Ja, so knapp. Kriegen die ganz. Du meinst, weil dir 6 Bit noch fehlen? Ja. So. Okay, geh mal auf. Oder heil uns erst. Ja, erst heilen, jetzt Status. Na, dann Digitation ansehen. So. Und jetzt siehst du, die Stats ändern sich. Ja. Peldramon hat allgemein bessere Stats. Außer was die Resistances angeht. Guck mal bei Taumon im Vergleich. Taumon hat wahrscheinlich 500 oder so. Wenn du... Ja, okay, ne, Taumon hat sogar. Was sonst jetzt? 20 mehr als Metallmann. Ja, bei Taumann hat halt den Elektrobolt, der halt nochmal ein gutes Stück stärker ist. Ja, das stimmt. Jetzt ist die Frage, bleiben wir bei Metall Marmon oder wollen wir Peldramon nehmen? Oder ja, Taumann? Peldramon kriegen wir halt wahrscheinlich bald unser erstes Mega. Meinst du? Peldramon ist ja, halt es auch... Wird es nicht zu Imperialdramon? Ja, aber Taumann wird auch irgendwann und Metall Marmon wird auch irgendwann. Also das ist eigentlich alles, aber ja, ich weiß halt aber nicht. Was ich bei Imperialdramon befürchte, ist, dass es wahrscheinlich physisch ist. Weil weil Stingmon hatte ja teilweise physische Attacken, ich glaube Exvimon hat teilweise physische Attacken, was wir jetzt hier noch sehen. Ja, Peldramon hat aber die Doppelknarre, die Desperado. Und ja, weil ich auch diese Waffe für meinen One Piece Pen & Paper geklaut habe, weiß ich sogar, wie sie heißt. Nice. Das ist halt gerade so, ich brauche spezielle Waffen. Ich klaue sie überall, wo ich sie herkriege. Digimon, Seven Deadly Sins. Monster Hunter. Spielst du überhaupt Monster Hunter? Ist hier auf dem Kanal. Wer möchte... Soll es sich angucken. Welches Monster hast du gespielt? World. Oh ja, ich erinnere mich. Stimmt, ich habe ja teilweise sogar mitgespielt, oder? Richtig. Ja, okay.
Ich hab grad World komplett vergessen, so, hä? Und Rise spiele ich, sobald es für den PC rauskommt. Alter, nie. Ich möchte es halt auf PC spielen, weil dann habe ich auch andere Leute, die da gerne noch mitspielen würden. Ich würde gerne auf der Switch mitspielen. Also gut, ich bin generell aktuell nicht so im Rise-Fieber, aber... Ich müsste eigentlich mal meine Switch wieder auspacken und das weiterspielen. Weil jetzt inzwischen ist schon wieder so viel neuer Content rausgekommen. Reisfieber. Ist das eine Krankheit, die hauptsächlich ja, das ist auf Reisfeldern übertragen wird? Nee. Ich meine, Monster Hunter Rise ist ja schon so im asiatischen Style, aber nein. Metal Attack. Yay. Also wenn dein Renamon damit jetzt mit dem Metal Attack viel Schaden macht, fühle ich mich verarscht. Das kann ich dir sagen. Wieso? Weil mein Kotomon dafür nicht sehr viel Schaden macht. Dein Kotomon hat eine Metal Attack? Ich habe Metal Marmamon auf Kotomon. Ah, okay. Aber ich habe das auch jetzt erst bekommen. Also ich habe jetzt auch erst angefangen, das zu leveln. Das hat gestern auch erst die Metal Attack gelernt. Ja, du brauchst, glaube ich, einfach einen gewissen Defense-Wert. Weil ich habe das random bekommen, ohne dass irgendwas anderes aufgelevelt hat. Oh, okay. Nur halt Kotomon selber. Und ja, halt danach. Hast du gerade auf Level 5 gekriegt? Naja, ich meine Metal Marmomon. Ach so. Habe ich bekommen. Ich glaube, wir brauchen dafür halt wirklich einfach eine Resistenz. Möglich. Zeig mal unser Kotomon. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, meine Vermutung wäre, wenn wir rein vom Namen gehen, dass es wahrscheinlich die Metallresistenz ist. Also... Nee, das ist... Achso, stimmt, das ist unser Renamon. Ja, geh mal beim Kotomon gucken. Weil die... Ja. Ich glaube, wir brauchen auch... Soweit ich das mal irgendwann mitbekommen habe... Okay, 132, das ist jetzt nicht so schlecht. Wir haben das, glaube ich, auch schon aufgelevelt. Naja gut, egal. Machen wir weiter, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal. Also, brauchst bestimmt noch auf Champion-Level noch irgendwas Bestimmtes. Es bezweifle ich. Du hast bestimmt Greymon trainiert. Okay, ja, fair point. Das könnte sogar sein. Ja, wobei ich habe das... Okay, ja, stimmt. Es könnte sein, dass Greymon ein bestimmtes Level braucht und du dann noch eine Resistenz brauchst. Das könnte sein. Zerstörung durch Maschine. Probieren wir's. Gegen Apemon war es wahrscheinlich unterlevelt. Aber ja. Mal gucken. Destroyed. Werde mächtig mit der Marmomon. Ja, ich glaube, mein Greymon ist halt Level 10. Ja. Unseres nicht. Das ist schlecht, warum nicht? Ich überlege gerade, für was habe ich das hochgelevelt? Ich weiß, ich habe auf Level 10 irgendwas. Ich überlege gerade, war das? Ich überlege, auf Level 10 habe ich irgendwas bekommen. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Mit der Marmomon. Ich glaube nicht. Metall Marmelmon habe ich erst jetzt bekommen. Ich hab irgendwas davor bekommen. Oder? Okay, vielleicht war es auch Metall Marmelmon, keine Ahnung. So, jetzt geht's an die harten Gegner. Ja, noch nicht ganz. Im Dschungeltempel dann erst. Ja, aber es bleibt noch stehen. 475. Bedeutet, jetzt können wir vergleichen. Das ist natürlich auch die Frage, ob es eine Schwäche dagegen hat, weil ich glaube, das ist eine Resistenz, aber naja, mal gucken. 329. Okay, eins bräuchten wir noch, um zu gucken, ob es ein Crit war. Du meinst der erste Angriff? Mhm. Wie schon gesagt, kann ja auch sein, dass es eine Schwäche dagegen hat oder so. Ja, wir probieren das drin nochmal mit den Numemon. Die halten ja ein bisschen mehr aus. Oder mit was auch immer hier jetzt ist. Ja, Apemon hält halt nichts aus, ne? Ja. Oh fuck, das war der falsche Angriff. Was bei Metal Marmon lustig ist. Ja, das Ding hält echt nichts aus.
Ist der dreifache Angriff. Weil erstmal attackiert er, indem er so ranspringt mit der Klaue. Dann gibt's dem Gegner noch so ein Headbutt und dann macht's noch so eine Beyblade-Attacke. Okay. Ja, die haben die drei Angriffe auch immer animiert. Ja, vielleicht sollten wir uns das Ding auch irgendwie holen, aber. Das ist ja das, was ich so lustig finde. Halt, dass wirklich bis jetzt das Einzige, was gezeichnet ist, ist wirklich diese Animation von die Tamamons-Attacke. Ja. Alles andere ist ganz normal animiert. So, Metal Attack macht 100. Okay, 196, merkst dir. Ja, ich hab's mir gemerkt. Wie viel hat's nochmal gemacht? Hab's schon wieder vergessen. Genau. Und jetzt gucken wir, wie viel Thunder Germany macht. Thunder Germany, was? Genau. Okay, es ist besser. Ja, ein bisschen besser. Kostet ja auch mehr MP und ist außerdem spezial. Ich glaube, Renaman hat halt wegen der Hellebarde nicht so einen schlechten normalen Angriff, oder? Ja, es geht. Schöne ist ja, ich habe von. Es gibt so einen Stab, der auch Spezialangriffe erhöht. Nicht viel, ich glaube 5 oder so. Also, wir haben jetzt nicht viel verpasst, aber. Es ist lustig, weil dieses Erdra. Ist es Erdra? Doch, ich glaube, Erdramon in der Wüste droppt es. Ah, okay. Und es war wirklich so das erste Erdramon, was ich bekämpft habe. So, hier hast du so ein Stäbchen. So, das ist nice. Will ich jetzt noch so ein zweites farmen? Rennen so zwei Schritte weiter. Erdramon droppt noch eins. Also okay. Müssten wir doch auch haben, oder? Du kannst ja mal gucken. Das, was ich auch toll fand, war in der. Ich hoffe, also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt rückwirkend was erzähle, ob das noch als Spoiler zählt. Nee, ich glaube nicht, okay. Oder? Ich denke mal, was Sachen, die wir verpasst haben, sind in Ordnung. Und zwar die Thundermon. Ja, oder ich weiß nicht, ob die Thundermon heißen, in der Fabrik. Die auch dieses Thunder Gemini immer hatten. Und zwei Bullen rausgeschossen haben. Mäh. Ja. Hieß die Thundermon? Im Deutschen heißen sie, glaube ich, Thunderboltmon, aber ich glaube im Original nicht. Bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher. Ja, oder Boltmon. Das kann auch sein. Auf jeden Fall, die Dinger droppen etwas, das nennt sich Pulse Guard. Das haben wir. Equipped. Hast du das Patamon equipped? Ja. Sehr gut. Weil das Ding ist ja toll, weil das ist ein Schild, aber der gibt auch Angriff dazu. Ja, das hat Patamon. Ja, okay. Das war ich. Hab keine Lust mehr. Diokimon. Mach die Nacktschnecke fähig. Ich will am Ende des Partes zumindest wieder in diesem scheiß Labyrinth sein. So ein schöner Trainingspart, meinst du? Da freuen sich immer Leute. Ja. Ich glaube, wir sollten zumindest noch irgendwie ein oder zwei Gebiete weiterkommen, sonst. Ja, aber der Part ist vorbei. Egal. Also der ist eigentlich jetzt schon vorbei. Aber ich will zumindest, damit die Leute, wenn sie es überspringen wollen, anständig überspringen. Ja, das wäre sonst auch mal wieder was wir, glaube ich, noch nicht so ganz hingekriegt haben. So ein Part, wo wir tatsächlich rückwärts arbeiten anstatt vorwärts. Ja, das haben wir jetzt diesen Part tatsächlich mal geschafft. Nein, das werden wir nicht geschafft haben. Wir gehen noch wenigstens zum Ausgangspunkt zurück. Damit sich auch die Leute wirklich schön wundern, wenn sie den Part überspringen, warum wir nach einem Part immer noch an der gleichen Stelle stehen. Ja, das ist halt besonders. Können wir nicht Code immer nach vorne machen dann? Nein. Obwohl, jetzt können wir ja wieder, ne? Wir hatten das ja eigentlich bloß ausgetauscht. Ja, weil wir leveln wollen, weil wir... Ne, wir hatten es ausgetauscht, weil wir keine MP mehr hatten. Ja, stimmt, nichts. Wir hatten keine MP mehr. Vor allem Renamon levelt gefühlt am schnellsten von den dreien. Ja.
Aber ich hatte zumindest recht, Metal Marmormon hat tatsächlich den höchsten Verteidigungswert von den Digitationen. Sehr gut, weil Rinmon gefühlt keine Verteidigung hat. Ja. Das Tolle ist ja auch, das Battle, was ich gegen, wie heißt's hier, das ist eine orientalische Katzen-Digimon da. Ja. Perseum? Wie heißt das nochmal? Genau, gegen Perseum hatte. Weil mein Speed war hoch genug, dass es halt immer so ein 1:1 Schlagabtausch war. Das heißt, du hast uns jetzt wirklich schon eingeholt? Nein, ich hab noch nicht eingeholt. Aber fast. Ich bin jetzt auch in der Dschungelruine. Und ja, ich habe jetzt aber auch aufgehört. Also ich bin jetzt so ein bisschen am Leveln. Ich laufe aber nicht mehr weiter. Außer wir kommen noch hier durch. Dann mache ich natürlich wieder weiter, aber... So, der Punkt war... Das war halt wirklich ein Battle. Da kam dann einfach immer nur... Helter Skelter. Zurückdigitiert. Neu digitiert. Helter Skelter. Zurückdigitiert. Neu digitiert. Und das ging halt wirklich irgendwie 10 Runden so, bis es irgendwann mal fehlgeschlagen ist. Wow. Das war halt ein interessantes Battle. Am Ende habe ich dann einfach mit Kotemon besiegt. Also... Blank Kotemon. Ja, haben wir doch auch. Digitation. Ja. So wie sich das gehört. Kannst ja auch mal den Frost Slash benutzen und gucken, ob der mehr Schaden macht. Ja, den habe ich schon mal benutzt. Die sind ungefähr gleich stark. Haben wir den Cold Slash nicht jetzt eben erst bekommen? Ja, habe ich aber eben doch auch schon mal eingesetzt. Achso, okay, da habe ich dann nicht drauf geachtet. Ja, die sind gleich stark, okay. Haben gar nicht so viel überzogen und jetzt sind wir wieder genau da, wo der das letzte Mal aufgehört hat. Willst du nicht wirklich nicht noch ein Feld weiterlaufen? So, gut Leute, hier lasst uns jetzt ein nettes Kommentar, einen Daumen nach oben und wir sehen uns zum nächsten Part, wenn es eventuell mal Fortschritt gibt. Bis dann. Hast du denn kein Mitleid? Bis dann, tschüss.